Knoten nicht geräuspert wieder? Oh, shit. Hey, ich habe einen Erfolg aber bekommen. Schwer zu fassen. Ach man. Wenn ich mich bloß daran erinnern könnte, was da noch alles gewesen ist. Auf der linken Seite. Ich weiß das halt bloß nicht mehr. Dann könnte ich mich vielleicht daran erinnern, ob man irgendwie da... Ich bin mit Seifenschaum einbildet, warum auch immer. Vielleicht weil ich einen Regenmantel oder irgendwas habe. Oh. Ich frage mich, wozu da drüben so ein Versteck ist. Ja, das ist doch eigentlich total hirnsinnig, wenn ich so überlege. Irgendwie da oben an dieser Haken ankommen. Okay. Irgendwie hat das jetzt geklappt, keine Ahnung, aber es funktioniert. Was macht denn der Dicke jetzt überhaupt da? Digga, was machst du da? Hört sich ja an wie der Clown aus DVD. Oder kann ich hier vielleicht hoch? Tatsächlich, ich kann hier hoch. Das ist ja geil. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Oh, gut, das war jetzt schon ein bisschen knapp. Schmeißen. Aber wohl doch nicht. Oh, ich hab's geschafft. So, dann halten wir uns an dem nächsten Haken fest, der kommt. Oh, ab geht die Fahrt. Yay! Ein Hakenfahrt, die ist lustig. Ja, hier bin ich, hier bin ich. Kommt ihr dicken Geschwüre etwa nicht ran? Ihr seid zu klein und so fett. Komm doch, komm doch, komm doch. Wärst du schlau genug, würdest du einfach die Haken schlagen. Also, du musst nicht. Und... ciao. Oh, shit. Tschüss. Läuft. Ach, die Küche.
Errungenschaft freigeschaltet. Gehen wir in die Richtung. Hier ist ein kleines Loch. Na, guck mal, was hier ist. Ein Geheimnis? Wer weiß es schon? Ah, eine Kerze. Und ein kleines Männchen, was vielleicht umarmt werden möchte. Möchtest du umarmt werden? Komm her. Kriegst du einen Knuddler. Bist nicht ganz so allein. Hier geht's wahrscheinlich in eine Tiefe. Weg mit dir. So. Dann hat man das erledigt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei den anderen... Komm ich jetzt wieder... Ah, so komme ich durch. Ich weiß gar nicht, ob das bei den anderen aus war, wo ich zurückgehen konnte. Das wäre natürlich interessant, ne? Eine Seemöwe? Hört sich so stark danach an. Bin ja mal gespannt, was jetzt kommt. Ah, nicht runterfallen. Festhalten solltest du dich schon, mein kleiner Freund. Wir sind hier eindeutig auf dem Schiff. Kannst du mir erzählen, was du willst? Aber ich sehe noch keinen Gegner. Also ich rechne immer noch mit den kleinen Dicken jetzt. Schiff ist richtig. Aber ein kleiner Dicker. Gut, ja, das war... Hey, keine Dicken. Ich bin schon alle gegangen. Hey, da kommt schon die Nachhut, die Nächsten, die fressen will. Besuch. Alter, die können ja kaum laufen. Ey, die sind ja noch fetter wie die Köche von ihm. Ziehst du Arme und Beine ein, denkst, das könnte eine Kugel sein. Das ist echt krass. Wahnsinn, diese fetten... Ja... Menschen? Kann man das als Menschen überhaupt noch bezeichnen? Ich weiß es nicht. Wir springen erstmal runter. So. Jetzt sag ich, ich muss mich mit diesen ganzen dicken Leuten da irgendwie abgeben. Das wäre nicht gerade prickelnd, muss ich sagen. Was denn das hier so ist? Ist das wegen die Leute hier? Ah ja, alles klar. Gott! Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier hoch kann. Ich warte einfach mal kurz ab. Wie bist du denn? Du siehst nicht so dick aus. Was für eine Frau oder irgendwas in der Art, ne? Schlank und rank. Gott. Der hat keine Maske auf und der braucht auch eher eine, weil er so fett ist. Wir krabbeln einfach mal. Mal gucken. Okay, die interessieren sich für uns überhaupt nicht. Das ist natürlich... Das ist eine Frau, eindeutig. Das ist natürlich interessant.
ja erstmal ein. Das ist ein Sitzen, glaube ich, schon, oder? Nee, weil das ganze Schiff bebt, deswegen. Oh Mann. Ganz langsam, ganz langsam. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Hey, Dicker. Oh shit. Au. Au. Da haben die mich echt weggemacht. Ja, genau. Bei dem unterm Tisch. Ich geb dir das mal. Wie so fett wie die sind, die müssten noch über 20 Winter kommen. Nee, irgendwie kommt mir... Ja, wenn ich die so fressen sehe, da kommt mir doch so ein bisschen... ja, wird mir so ein bisschen schlecht. Und so. Shit. Gott, der krabbelt mir hinterher. Ich hab gedacht, der ist nicht so flink. Oh Gott, das will... Alles klar. Meinsch, komm her. Ich hab Hunger. Oh Gott, nicht runter, nicht runter. Nein, nicht runter. Hoch mit dir. Oh, ja, gib her, ich hab Hunger. Guck mal auf den Teller unten und hör auf zu sabbern, du fettes. Oh Gott. Bitte normal. Oh, mein kleiner Freund. Ja, die machen schon richtig ekelhaft, muss ich schon, ja, muss ich schon mal sagen. So, wo geht's jetzt hin? Kann ich mich irgendwie... Ach nee, das ist ja wieder bloß so ein Ort, wo halt, ja... Ah, ich glaube, ich sehe schon, wo ich hin muss. Stimmt, was ich gerade vermute. Muss auch schon mal springen. Ah, gut, ja. Okay, so funktioniert das nicht. Ich hätte jetzt mal ernsthaft eigentlich gedacht, dass... Alles klar. Gleich in die Schnauze gestopft. Scheiß drauf. Oh, herrlich. Na gut, ich könnte doch auf die Kinder angehen. Ungefährlich. An den vorbei. Ich geb dir mal den linken, der hat noch so ein bisschen was vom Fisch die ganze Zeit in der Schnauze zeigen. Und die Wurst jedes Mal. Puh. Mich gruselt so. Meine. Gott.
Was machst du denn? Normalerweise, wenn du jetzt hier verkackt hast, könnten die Dicken hier einfach aufstehen und dich fressen. Normalerweise. Aber es ist ja nicht, was ist hier schon normal? Wenn man sich die Typen hier anguckt, von der hier, was der alles in sich reinpfeffert. Mein. Alles klar. Ich sehe schon, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, hier in der Folge mal, dass ich nicht sterbe, aber ich schaffe ich gar nicht. Das ist so ein Spiel, ja, nicht großartig für mich, habe ich so das Gefühl. Also, aufpassen. Oh Gott, was? Oh, hier, wieder so ein Ding. Wo ich da hinrenne. Diesmal hat mich der Inne abgedrängt, wurde hintergeschubst mit dem Inne und dann wieder zu dem, der mich beim, ja, beim letzten Mal schon gefressen hat. Das ist natürlich, ja. Eigentlich kann man sich das so leichter machen, oder? Halte ich doch jetzt hier fest hier. Ich glaube, es geht auch einfacher. Wir versuchen, also wenn man jetzt nicht kommt,
gerade ganz geil, dass man mich hier gesehen hat. Das ist cool. Normalerweise ist in solchen Spielen, also nicht in solchen Spielen, aber in den meisten Spielen ist ja sowas selten, dass du dich gespiegelt mal irgendwie siehst. Was ich jetzt hier allerdings recht angenehm finde. Ach, da oben. Hui! Hui, 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 hui. Alter, hab ich mich erschrocken. Ey, so ein Ding hatte ich ja noch nicht mal in. Ah, shit. Viel besser wie ich.